Leute, der ist pink. Oh mein Gott, aber der ist auch pink, wir müssen beide nehmen. In Deutschland ist Alkohol ganz legal und keine Droge. Deshalb ist er auch für Jugendliche verfügbar und erschwinglich. Mit 16 dürfen sie Bier, Wein oder Sekt kaufen. Ab 18 dann die harten Sachen mit mehr als 15 Volumenprozent. Die Risiken sind den meisten nicht bekannt. Und tatsächlich fangen Kinder und Jugendliche schon viel früher an zu trinken. Das Einstiegsalter für Alkohol in Deutschland liegt bei 12, 13 Jahren. Wenn Sie wachsenden Gewebe Alkohol exponieren, dann wirkt Alkohol toxisch. In 20 Jahren später oder 15 Jahren später kann Krebs entstehen. Kinder und Alkohol hat ein weiteres Problem, nämlich die Abhängigkeit. Wenn früh Alkohol getrunken wird, dann ist eine höhere Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass es zu der Suchtkrankheit, zum Alkoholismus kommt. Und die Hirnentwicklung, das ist der dritte wichtige Punkt, ist verzögert. Also drei Punkte: Krebs, Hirnentwicklung und Abhängigkeit. Die Alkohollobby stört das nicht. Im Gegenteil. Vor allem die jungen Zielgruppen hat die Werbung im Visier. Eine aktuelle Studie zeigt, in 93% aller Kinofilme kommt Alkohol vor. Selbst in Kinderfilmen. Oh, voll cool. Lass mal Bags kaufen gehen, oder? Ja, ich hab richtig Bock auf Bier. Der Mediziner Helmut Seitz untersucht die Folgen von Alkoholkonsum. Ihn frustriert, dass die Gefahren seit Jahrzehnten bekannt sind, aber weitgehend ignoriert werden. Viele gesundheitliche Folgen hat Alkoholkonsum. Die wichtigsten wären zu nennen, dass es die Leber schädigt, dass es viele Effekte auf den Magen-Darm-Trakt hat, dass es Krebs verursacht. Aber Sie haben ja gehört, die neuesten Studien zeigen auch, dass kleine Mengen Alkohol schon Hirnzellen auflöst und vermindert. Alkohol macht über 200 Krankheiten oder verschlechtert Krankheiten. Die weit verbreitete Meinung, dass moderater Konsum von Alkohol gut für die Gesundheit sei, wurde gerade wieder in einer britischen Studie widerlegt. Rund um die Uhr Alkohol kaufen? Überall? Nicht in Norwegen. Hier gilt seit 1922, nur im staatlichen Vinmonopolet wird Alkohol verkauft. Tagsüber, hoch besteuert. Wenn das etabliert ist, finden die das gar nicht so schlimm. Alkohol ist nicht immer und jederzeit verfügbar. Die Menschen gewöhnen sich daran. Und wenn das mal ein bisschen eine Zeit vergangen ist, finden sie das ganz okay. Also ich denke, das wäre ein Modell, das für Deutschland genauso sinnvoll wäre. Experten fordern neben dem Werbeverbot und Verkaufsbeschränkungen eine drastische Erhöhung der Preise und effektivere Aufklärungskampagnen. Allerdings scheitern sie mit ihren Anliegen immer wieder. Naja, Alkohol ist ein altes Kulturgut, das hat sich etabliert. Alkohol darf getrunken werden. Wer kein Alkohol trinkt, verdirbt den Spaß am Abend. Alkohol ist akzeptiert und die Gefahren möchte man nicht sehen. Man müsste klar machen, dass Alkohol mit sehr viel Risiken vorhanden ist. Auch mit dem Risiko, abhängig und dann systematisch stigmatisiert und diskriminiert zu werden. Selbst im medizinischen Bereich. Alkoholiker versuchen daher, möglichst ihre Sucht geheim zu halten, auch vor Ärzten und Therapeuten. Nur 10% wollen Hilfe in Anspruch nehmen.